Meine kurze Frage an euch: Was ist euch lieber, entweder die Trainingsparts so zu cutten, wie ich das in den letzten zwei Videos gemacht habe, dass sie kürzer sind, dafür die Skills weiter oben sind, oder die Trainingsparts länger zu lassen, wie sage ich mal damals vor einigen Videos. Dafür muss ich aber ja die Skills ein bisschen runterschrauben. Schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich über eure Antwort. Was geht ab, meine Freunde? Welcome back zu einem weiteren Vlog von mir. Wie ihr mich seht, in der gewohnten Umgebung, in meiner Küche, wo ich eigentlich, glaube ich, fast jedes Video starte. Auf jeden Fall ist heute Montag. Ich war schon etwas unterwegs, habe noch einiges am PC gearbeitet, bin jetzt wieder heimgekommen und frühstücke. Wenn ich es morgens meistens eilig habe und weiß, dass ich in der Stunde eineinhalb wieder da bin, haue ich mir ein paar Nüsse rein, trinke möglichst viel Wasser, düse dann los, komme zurück und frühstücke dann auch im Nachhinein. Schadet mir nichts, ich habe weder irgendwie in der Zeit großartigen Hunger, kann ich euch wirklich empfehlen. Aktuell esse ich Cashewnüsse, die stillen meinen Hunger enorm. Also da haue ich mir so eine halbe Hand rein und da geht's auch. Also da kann ich auch in Ruhe nachdenken und habe irgendwie nicht knurrenden Magen am Morgen. Auch wenn man sich bei mir wundert. Auf jeden Fall mache ich mir jetzt hier mein gewohntes Frühstück, mein sexy Eier. Und mein Müsli steht da hinten, hier. Und was habe ich heute vor? Heute geht es auf jeden Fall ins Training. Was trainiere ich? Ich bin auch immer am Überlegen. Eigentlich, ich glaube, Schulterarme stehen an. Genau, Schulterarme stehen an. Da nehme ich euch natürlich mit. Und ich werde den heutigen Tag mal tracken. Also ich werde mein Essen mal, nicht den heutigen Tag, sondern ich werde mein Essen an dem heutigen Tag mal tracken. Das bedeutet, warum ich das mache, einfach für mich. Ich habe immer so Phasen, wo ich das mal mache, alle irgendwie jeden Monat einmal oder alle zwei Monate einmal, einfach um so ein Feeling zu bekommen, was esse ich wirklich. Ich tracke zwar immer im Kopf mit und mir ist es auch immer so halbwegs bewusst, aber einfach nur, dass man es mal wirklich schwarz auf weiß sieht quasi. Ich esse quasi heute mal mehr oder weniger ganz normal, wie ich sonst esse, um auch, sage ich mal, auch meine Kalorien als solche selbst nicht zu belügen, sondern ich brauche ja wirklich die Basis von den letzten Tagen auch und bringt mir ja nichts, wenn ich echt jetzt extra viel esse und dann sage, oh, ich esse ja durchschnittlich 4000, sondern ich werde wirklich mal schauen, ich esse mal ganz normal, wie ich sonst auch esse und werde mal schauen, was am Ende des Tages wirklich herauskommt. Ich sage immer, ich liege immer so zwischen, ich lieg immer so roundabout bei 3,5. Aktuell komme ich noch ganz gut hin, weil ich ja, wie gesagt, Cashewnüsse sehr gern esse und ja, die haben, Nüsse haben halt viel Fett, gute Fette und von daher, ja, gehen die Kalorien relativ schnell rein, weil so 100 Gramm Nüsse sind ja gleich mal, ich glaube, so 500 Kalorien, das, und die gehen rein wie nichts und ja, schmecken auf jeden Fall und sind teuer. Ich glaube, eine Packung Cashews kosten 200 Gramm, 250, aber es ist mir wert. Ich kaufe mir davon immer direkt zwei. Oh, mein Ei bröselt gerade, fertig. Ja, und auf jeden Fall durchs Tracken werde ich euch, sage ich mal, nach jeder Mahlzeit mal zeigen bei MyFitnessPal, wie viel die jeweilige Mahlzeit drauf hatte, damit ihr das auch mal gesehen habt bei mir und auch für euch vielleicht so ein paar Tipps mitnehmen könnt. Viele fragen ja, Tabe, wie viel isst du? Ich muss dazu sagen, ganz klar, das habe ich schon öfter zu meinen Freunden gesagt, die Leute denken immer, dass ich relativ viel esse. Es ist aber nicht wirklich so. Also für den einen oder anderen, ich sag mal, für den Otto-Normalverbraucher ist es bestimmt immer viel für uns Sportler. Also was wir essen allgemein, so 3.500 Kalorien ist für den Otto-Normalverbraucher viel. Man sagt ja so durchschnittlich, je nachdem, sind 2,5, so sage ich mal, beim Normalo in Klammern. Auf jeden Fall, es ist bei mir so, es wirkt viel, weil ich versuche möglichst viel über, ich sag mal, Nahrung zu essen, also Lebensmittel zu essen, von denen man halt viel essen muss, um auf seine Kalorien zu kommen. So Sachen wie Reis,
Gemüse, Fleisch. Wenn man zum Beispiel sich wirklich mal einen Burger reinhaut, das mache ich ja auch ab und an, oder Cashewnüsse oder keine Ahnung, was Süßes, das hat ja relativ viel Zucker und das Volumen des Lebensmittels ist klein, hat aber viele Kalorien und deshalb denkt man automatisch, wow, er hat wenig gegessen, obwohl er eigentlich im Prinzip viele Kalorien gegessen hat, aber das Volumen der Lebensmittel war wenig. Bei mir ist es halt anders, das Volumen der Lebensmittel ist halt groß und die Kalorien im Verhältnis klein. So eine 200 Gramm Portion zum Beispiel Reis, es ist auch schon ein ordentlicher Berg. Von daher, wenn ich den, sage ich mal, euch auf dem Teller zeige, wirkt das natürlich massiv mit ein bisschen noch Soße drüber und Fleisch und dies und Gemüse. Ist es halt so ein Monsterberg, der Teller platzt auch bei mir immer schon. Es sind aber am Ende des Tages trotzdem nur 1000 Kalorien. Und das ist eigentlich für mich nicht so viel und ich habe auch Freunde, die essen viel mehr. Die essen auf 5, 6, 7, 8.000, das ist für mich viel. Deshalb glaube ich, kommt euch das wirklich nur so vor. Vielleicht ist es auch wirklich für den einen oder anderen viel. Ich weiß, Oscar, der baut sogar mit 2,8, 3.000 nur auf und ist im Cut mit 2,4 oder so. Arne ist auch nicht anders. Von daher ist es für die natürlich auch viel, was ich esse. Und ja, ich habe wirklich täglich Hunger. Das stimmt. Ich liebe es zu essen und ja, es ist trotzdem jedes Mal doch mühsam, möglichst zu versuchen, bei, ja, ich sag mal, schönen Lebensmitteln zu bleiben, ohne zu viel, ja, ich sag mal, Verarbeitungsstufen zu durchgehen. Das ist halt mein Ziel. Und ja, dann werdet ihr gleich quasi nochmal sehen, was ich wirklich gegessen habe und wie viele Kalorien das Ganze hat. So wie ich bin, habe ich natürlich vergessen, euch zu erzählen, was ich jetzt wirklich getrackt habe. Ganz kurz, ich bin jetzt gerade vom Gym, vom FitX und wollte ins Training. Wollte ich aber nochmal kurz sagen, was ich wirklich gegessen habe. So, das ist erstmal sekundär, genauso wie die zwei Angaben könnt ihr wegdenken. Es geht hier nur um Food. Aktuell zum Frühstück hatte ich dementsprechend Eier aus Bodenhaltung, habe ich jetzt geschrieben, waren Eier vom Markt, vollkommen egal, waren 150 Gramm. Die zwei Eier habe ich nämlich auf die Waage gelegt, die wogen 160, habe ich 10 Gramm abgezogen wegen der Schale und habe jetzt 150 Gramm draus gemacht, sind 233 Kalorien, Haferdrink 250 Milliliter, meine Dinkelflocken 200 Gramm, Bananen 250 und die gefrorenen Beeren. Es war jetzt ein Mix, Beeren und Himbeeren. Ich habe den jetzt genommen, weil die Kalorienmengen da meistens fast identisch sind. Hier nochmal zusammengefasst, vom ganzen Spaß. Habe jetzt hier 217 Carbs, 27 Fett, 60 Proteine, Zucker etc. Das erstmal wegdenken. Also es geht hier um diesen Bereich quasi. Das sind meine Macros fürs Frühstück gewesen. Soweit hier nochmal einzeln aufgestellt. Wen es interessiert, kann ja einfach mal ein Standbild machen, Pause und kann sich das genau anschauen. Und ich gehe jetzt ins Schulterarmtraining. Just announced.
Training ist durch, meine Freunde, und wie immer aus dem Auto noch mal ein kleines, oh Gott, ich sehe gar nichts hier, ein kleines Feedback zum Training. Ich habe heute Schulterarme trainiert, habe nicht alle Übungen aufgenommen, das Seitheben am Kabelzug habe ich nicht drauf und die Übung für die Rotatorenmanschette, das quasi nach außen rotieren, auch am Seilzug, habe ich erstmal weggelassen, weil ihr, wie ihr aktuell ja seht, immer so ein bisschen, ja, anders cutte. Ich probiere so ein paar geile neue Effekte reinzubringen und das nervt mich so. Dementsprechend brauche ich dafür nicht alle 10. Das ist es einfach. Ich trick's gerade ein bisschen, probiere mich mit Final Cut aus. Ich hoffe, euch gefällt es, beziehungsweise habe ich gesehen, das Feedback war gut. Wartet mal, ich muss mal die Kamera nachstellen. So, das Feedback war gut zu den letzten zwei Videos oder letzten, keine Ahnung, wie auch immer. Ja, hat mich viel Mühe gekostet. Ihr merkt, wie gesagt, dass die Trainingsparts kürzer sind, dafür aber actionreicher, sage ich mal so. Es kostet einfach verdammt viel Zeit, so ein Video zu cutten, das ist einfach so. Jetzt bin ich irgendwie abgeschweift vom Training. Ja, Training, apropos Training, das Training war gut, war erfolgreich. Mir war einfach heute danach leichter zu trainieren, mit hohen Wiederholungen. Bedeutet, ich habe immer pro Übung so 3 bis 4 Sätze gemacht, immer Aufwärmsätze, nicht inbegriffen, immer noch zusätzlich. Hab immer zwischen 12 bis 20 Wiederholungen, also ich war immer in den Übungen 12 bis 20 Wiederholungen, bin auch nicht drunter gegangen, hab richtig schön ausgebrannt, hab bei der letzten Trizeps und bei der letzten Bizepsübung im letzten Satz auch nochmal einen Supersatz, beziehungsweise was ist ein Supersatz, ein Dropset gemacht, dass ich den Muskel nochmal richtig voll gemacht habe. Hab in der letzten Zeit, beim letzten Schultertraining, so ein kleines, ja, Zwicken, sage ich, meine Schulter verspürt und wollte nicht sofort wieder rangehen und volle Kanne reinhauen, so wie ich das immer wieder sehe bei Leuten, auch bei Freunden und Bekannten, die Schulterprobleme haben. Die machen trotzdem nichts anderes, die arbeiten nicht dran, sondern im Gegenteil, leider Gottes, bauen die so Probleme ja nur weiter aus. Und das ist einfach nicht mein Ziel. Ich möchte ja langfristig trainieren. Dementsprechend habe ich ja, mit wenig, also mit niedrigen Gewichten trainiert, habe schön auf die ja, Mind Muscle Connection geachtet, auf die Ausführung und habe den Muskel einfach nur richtig voll gemacht. Hat sich gut angefühlt, ich war komplett schmerzfrei, weder in den Ellbogen noch in der Schulter, noch irgendwas habe ich gespürt, also Negatives, sage ich mal so. Von daher, sexy Training, und die Kamera wackelt die ganze Zeit hin und her, wenn ich Gas gebe. Oh, ich habe die schlecht montiert, so vielleicht. Ja, und jetzt fahre ich natürlich zum Futtern, wie gewöhnlich auch zum Chinesen, obwohl es kein Chinese ist, sondern ein Vietnamese, denn ich habe ja gesagt zu Anfang, ich möchte das ja relativ konstant halten, so wie ich sonst auch immer esse, und werde für euch quasi New Saigon tracken. Ich habe richtig Hunger. Ihr habt gesehen, ich habe ja nur 1300 zum Frühstück gegessen. Und ich habe euch versprochen, dass ich das jetzt für euch probiere, mal zu tracken diesmal. Habe jetzt 4x Reis hier, 90 mit Hähnchen, Kokosnussmilch und als Vorspeise Bratreis mit Gemüse und Hähnchenfleisch. Nein, als ob. Spaß beiseite. Das wäre auch zu viel. Obwohl, ich bin gar nicht mehr so unsicher, ob du es nicht geschafft hättest. Ja, ich glaube, da müsste ich mich richtig kämpfen. Auf jeden Fall habe ich den Oski. Ich glaube, das hättest du weggehauen. Oskar ist Frühstück gerade. Wieder am Start. Wieder am Start mit Frühstück. Wieder am Start und wieder am Handy. Und wieder am Handy, genau. Ja, und wie gesagt, am Ende zeige ich euch nochmal, ja, wie ich das getrackt habe. Ich mache das dann in Ruhe nochmal im Nachhinein und blende das nochmal ein. Nochmal Oskars Idee war vollkommen richtig, euch nochmal zu zeigen, wie ich das überhaupt esse, denn, damit ihr versteht, wie ich das auch tracke. Ich trenne nämlich, wie gesagt, die Kokosmilch komplett, und die meisten, die das hier essen, essen das quasi, packen den Reis in die Schüssel mit rein. Ich mache das anders. Ich löffel quasi Gemüse raus, hau mir ein bisschen Kokosnussmilch noch rüber. Nicht, dass ihr euch dann später wundert, wenn ich sage, irgendwie es waren nur 100 Milliliter, obwohl es ja optisch gesehen wesentlich mehr war. Also das esse ich gar nicht mehr.
oder hau mir dann als Topping quasi noch etwas hier oben drauf. Das Ding ist, so kannst du es besser dosieren. Hier hast du vielleicht 10, 20 Milliliter nur, weil du noch Fleisch und Gemüse hast. Genau. Weißt, kann man ja berechnen, Proportion. Ja. Und hier ist dann ungefähr 200 Milliliter noch so drin, kannst du sagen. Also ich würd das grundsätzlich, das was ich hier rüber gieße, noch im Nachhinein mit 100 Milliliter berechnen. Ja. Also ungefähr, ne? Das ist, glaube ich, realistisch. Du machst noch ein bisschen rüber. Ja, oder? Genau. Ich mache noch ein bisschen rüber und dann kann man die Kokosnussmilch mit 100 Milliliter berechnen. Und da findet man eigentlich jegliche Sorten auf MyFitnessPal. So, das New Saigon habe ich wie folgt getrackt. Hier 1187 Kalorien. Hab für das Fleisch 150 Gramm irgendeins genommen. Hähnchen Ministeaks von Lidl, das ist vollkommen egal eigentlich welches, weil Hähnchen Brust als solches, Hähnchen allgemein immer die gleiche Kalorienmenge eigentlich fast immer hat. Dann habe ich hier 100 Gramm bzw. 100 Milliliter Kokosnussmilch genommen. Die mit ihr habt ihr gesehen, habe ich ja gesagt, dass ich quasi nicht alles nutze, sondern wirklich nur etwas nehme davon. Dann nochmal Basmati-Reis, irgendein, es war bestimmt auch kein Basmati-Reis, aber es geht nur, dass ich da so ein Gefühl für bekomme und es reicht als solches. Hab 4 Portionen, pro Portion habe ich 60 Gramm, sucht er das so, 60 Gramm berechnet. Das heißt, ich habe hier 240, also 60 mal 4, 240 Gramm. Das nochmal zusammengefasst. Lunch war bei mir dann 189 Carbs, 23 Fett, 54 Protein. Insgesamt 1187 Kalorien. Und insgesamt bin ich bei 2,5 ungefähr. Zu Hause angekommen. Habe ich mir was zu essen zubereitet, natürlich. Da will ich euch ja auf dem Laufenden halten. Und zwar gibt es bei mir Reis, der gestern noch übergeblieben ist. Ich habe den abgewogen, habe den Teller erstmal abgezogen und der Reis selber zieht bei mir immer doppelt Wasser, weil ich packe immer quasi auf, sagen wir, auf 100 Gramm Reis 200 Milliliter Wasser. Habe das auch schon mehrmals mal kontrolliert, vorher, nachher gewogen. Das heißt, ich weiß, wie viel der wiegt. Selbst wenn ich ihn, sage ich mal, gekocht abwiege, das ist bei mir 190 Gramm Reis. Darüber sind 200 Gramm Low-Fat Rinderhackfleisch und Tomatenmark. Also den Tomatenmark und die Paprikastücke habe ich jetzt nicht getrackt, sondern nur den Reis und das Hackfleisch, weil das Tomatenmark als solche sind vielleicht, was sind das? Irgendwelche 30 Kalorien habe ich geschaut. Ist bei mir nicht der Rede wert. Ich sag mal, wenn man sehr streng mit sich ist oder in einer strengen Diät ist, ist es wichtig. Ansonsten ist es für mich nicht ausschlaggebend. Hier für euch nochmal die Macros. So, jetzt sieht man das. Und zwar habe ich hier den Rinderhackfleisch, 200 Gramm mit 3,22 Kalorien. Basmati-Reis mit 190 Gramm, 6,63 Kalorien. Wenn ich das Ganze nochmal umswitche, habe ich hier, ist mein Lunch, hier mein Abendessen mit 189 Carbs angesetzt, 23 Gramm Fett und 54 Gramm Proteins. Dann gibt es hier nochmal eine Gesamtbilanz für den heutigen Tag. Und zwar sind es dann 3500 Kalorien, so wie ich es mir, sage ich mal, auch gewünscht habe, gehofft habe. Ich sage ja mal zwischen 3,5 bis 4. Wobei, plus minus, wie gesagt, Tomatenmark kommt da noch zu. Und wer weiß, ob ich mich wirklich so genau kalkuliert habe hier beim Mittagessen bei New Saigon, das weiß man natürlich auch nicht, da kann man auch immer gern mal auch ein bisschen mehr schätzen. Das heißt, ich habe so 3,6 roundabout, das ist vollkommen in Ordnung und das war mein Ziel. Gesamtbilanz liegt bei 552 Carbs, 70 Gramm Fett, 168 Gramm Proteins. In meinem Fall wäre das jetzt so, also Endbilanz 3,5. Nochmal hier für euch, so, ich halte es nochmal fest, damit ihr, falls ihr ein Standbild machen wollt. Für mich nochmal zum Schluss, in meinem Fall so, sagen wir, ich habe jetzt 3,5. Und ich merke, ich habe mich heute mehr bewegt, ich brauche doch mehr, im heutigen Tag zum Beispiel brauche ich das definitiv nicht, das ist für mich nicht mehr notwendig. Belasse ich es dabei, also ich esse nur noch die Portion. Im anderen Fall wäre ich jetzt wirklich mehr unterwegs gewesen und ich würde merken, ey, ich brauche definitiv mehr, ich habe Cardio gemacht oder was auch immer oder war einfach mehr auf den Füßen, auf den Beinen unterwegs,
würde ich es ganz stumpf machen. Ich habe mir Cashewnüsse geholt. Fett habe ich noch locker 20 Gramm, gehen da noch allemal. Ich wiege 96 und ich sage immer beim Aufbau 1 Kilogramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist für mich sogar noch Low Fat und ist voll vertretbar. Also da wären auf jeden Fall ein paar Fats drin. Das heißt, ich könnte mir so 300 Kalorien auf jeden Fall noch über Cashewnüsse safen als solches. Wer sind schnell drin, sage ich mal, gesunde Fette und gehen schnell rein. Das ist und ich habe, sage ich mal, den Instant Oats ein bisschen abgeschworen. Ihr wisst vielleicht aus meinen vorigen Videos, ich habe da viel mit gearbeitet und auch mein Polske Cake, mein Tapir Cake damit gemacht. Habe auch viel mit dem Ahornsirup gearbeitet, habe Ahornsirup hier, den nutze ich ab und zu mal, um mein Müsli anzusüßen, aber auch nicht viel davon. Haferflocken, diese Instant Oats selber sind schön und gut und helfen immer noch zwischenzeitlich, damit ich, sag ich mal, schnelle Kalorien reinbekomme. Doch probiere ich am Ende des Tages lieber zu essen, statt, sag ich mal, mir gemahlene Haferflocken reinzuhauen. Es ist angenehmer. Wie ihr wisst, ich esse lieber. Das ist tatsächlich so. Und es geht rein. Also bis jetzt war es easy die letzten Zeiten. Ich nehme es konstant zu. Heute waren sogar wieder 300 Gramm weniger als sonst. Aber das kommt vielleicht daher, weil ich die letzten zwei Tage weniger Carbs als gewohnt gegessen habe. Und esse ich jetzt nicht schnell 400 Gramm, 500 Gramm, selbst 1 Kilogramm Körpergewicht plus minus ist für mich nicht schlimm, ist für mich nicht erredewert, denn so Schwankungen entstehen einfach schon allein durch den Wasserhaushalt, der verbunden ist mit Kohlenhydraten. Man sagt ja ungefähr immer, wenn man zieht durch die Nahrung, natürlich, ja, ungefähr schwer zu sagen, aber man redet immer so über 1 Liter. Je nachdem, wenn man durchschnittlich, bei so einer Riesenmenge an Kohlenhydraten, die wir als Sportler meistens essen, sind es definitiv mit Sicherheit mehr. Und ich trinke schon ordentlich. Ich habe hier meine Flasche immer parat, immer mit dabei. Im Auto habe ich, glaube ich, 2 Stück liegen, die ich schon seit einer Woche vermisse und vorhin gesehen habe, wo die geblieben sind. Die muss ich auf jeden Fall mal rausholen, stinken bestimmt wie Sau. Kennt ihr mit Sicherheit auch. Auf jeden Fall schließe ich meinen Abend mit Netflix ab. Wer es nicht kennt, wer Netflix nicht kennt, Freunde, besorgt es euch wirklich. Legt euch Netflix zu. Es ist absolut geil. Die Serien sind top. Selbst Dragon Ball habe ich mir mal hier mit den Jungs reingezogen. Also vor allem die Netflix Original Serien sind obergeil. Feiere ich bis jetzt fast jede einzelne. Schaue mir gerade Jessica Jones an. Finde ich auch geil. Kostet, glaube ich, nur 8 Euro etwas. Kleine Schleichwerbung. Oder ich sage nicht Schleichwerbung, Empfehlung. Denn ich bekomme von Netflix nichts dafür. Deshalb ist es eine Empfehlung von mir aus. Könnt ihr euch ruhig anschaffen. Mit gutem Gewissen. Es lohnt sich. Und man kann es jederzeit kündigen, glaube ich. So, genug Werbung. Auf jeden Fall danke ich euch, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Und ja, freue mich, wenn ihr das nächste Mal vorbeischaut. Wenn es heißt Team Elevator Hashtag 2. Das heißt, als nächstes folgt ein Teamvideo mit Arne zusammen. Wir haben uns jetzt vorgenommen, vorerst ein Video gemeinsam in der Woche zu machen, damit auch gemeinsamer Content kommt. Der Channel besteht aus uns beiden. Klar, es ist immer überwiegend, Arne ist auch viel beschäftigt. Ich bin auch in letzter Zeit etwas mehr im Stress. Von daher kommen wir nicht immer zusammen. Aber wir versuchen es. Deshalb freut sich aufs nächste Video und schaltet gerne wieder rein, wenn es heißt Essen, 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 Essen und ja, ganz viel Sport.